herzlich willkommen zu Mad Max Trash TV, Folge 2 im neuen Jahr. Ja, ich hoffe, die letzte Sendung hat euch ganz gut gefallen. Ich bemühe mich, wieder regelmäßig dran zu bleiben. Und wir starten am besten direkt los, und zwar mit einer amerikanischen Hardcore-Band, die ich in den 90ern, Mitte, Ende der 90er live gesehen habe. Müsste, weil so gut ist mein Erinnerungsvermögen nicht mehr. Wir haben in Wermelskirchen auf den Hardcore-Tagen gespielt. Und es ist niemand geringerer als 46 Short mit ihrem Album Spitzeman. Ja, der Sänger ist kein geringerer als Ron Martinez von der Ami-Legende Final Conflict. Und ich würde sagen, ja, so in der Richtung legen die auch los. Also richtig geiler US-Hardcore, auch mal ein bisschen melodischer, aber auch gut, schnell. Kurze, straighte Songs. Macht echt Spaß, die zu hören. Ja, ein schönes Inner Sleeve mit Texten dabei. Ja, die Platte leider nicht bunt. Was ja heutzutage fast modern ist. Muss ja alles bunt sein. Schwarz zählt ja schon gar nicht mehr. Wird ja fast gar nicht mehr gekauft, ne? Finde ich ein bisschen traurig eigentlich. Ja, was gibt es da noch zu erzählen? Sehr gute politische Lyrics. Und wie gesagt, Ami-Hardcore, auch mal ein bisschen Melodien mit eingestreut. Kurze, knappe Songs, schön auf die Fresse. Gefällt mir richtig gut. Ist übrigens die einzige Platte, die die gemacht haben. Ist das erste Album. Dann haben sie, glaube ich, noch zwei Alben gemacht oder sogar drei. Die sind allerdings nur auf CD erhältlich. Und auch nicht unbedingt so günstig oder beziehungsweise nicht in Deutschland zu bekommen. Leider. Müsst ihr mal auf Discogs schauen. Wie gesagt, das Album, Spitzeman, kann was. Gefällt mir richtig gut und ist komischerweise günstig zu erwerben bei Discogs. Müsst ihr mal reinschauen. Mir gefällt die Scheibe echt gut. Wer sowas mag, der sollte sich das geben. So, weiter geht's. Wir bleiben in Amerika, gehen allerdings wieder etwas runter nach Südamerika. Zwar genauer gesagt nach Brasilien. Und wir fliegen über einen großen Teich nach Deutschland wieder zurück. Und zwar nach Ostdeutschland, nach Rostock. Jetzt stelle ich euch eine schöne Split-LP vor. Und zwar einmal Abuso Sonoro. Kommen aus Brasilien. Machen richtig geilen Anarcho-Hardcore-Crustcore mit einer Frau am Gesang, die ein Organ hat, da kann sich manch Junge hinter verstecken. Richtig geil. Ich habe die auch in den 90ern live gesehen. Poh, top. Und gute Freunde von mir, die ich auch grüßen möchte gleichzeitig. Kutte, Posse. Ja, yeah, die Rede ist von Wojciech aus Rostock. Mittlerweile auch schon echt eine Crust-Grind-Legende, muss man ja sagen. Die sind schon seit locker 30 Jahren dabei, ziehen ihr Ding durch und ich finde die einfach so geil. Und das sind so nette Leute, also wirklich Knaller. Wojciech, Abuso Sonoro. Kann man im Clubcover? Leider innen drin nichts. Dafür ein schönes kleines
Booklet dabei. Mit allerhand Informationen, natürlich höchst politisch angehaucht, gegen Ungerechtigkeit auf dieser verfickten Welt. Aber wirklich cool gemacht. Die Platte auch schön in Schwarz gehalten. Hier steht es auch drauf: Fuck off EU. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Das ist wirklich ein Brett. Was anderes kann man auch nicht erwarten von den Bands. Ja, Buses Sonoro, die aus Brasilien kommen, war momentan ja mehr oder weniger fast das Chaos, dank dem verfickten Bolsonaro, existiert. Ja, Wojciech, aus der ehemaligen DDR, Rostock, Ostdeutschland, auch sehr geil engagierte Leute, schon sehr, sehr lange dabei. Und ja, das passt sehr gut zusammen, wie gesagt. Abuso Sonoro, Anarcho Hardcore, Crustcore mit weiblichem Gesang. Und Wojciech, die dann nochmal einen draufsetzen und alles plätten. Müsst ihr euch merken, kann ich nur wärmstens empfehlen. Auch eine sehr, sehr geile Scheibe. Ja, ich bleib weiter in Amerika. Und da geht's zurück mit dem nächsten Burner, geht's absolut weiter. Und zwar handelt sich um eine Band. Na, ich zeig's euch, dann wisst ihr direkt Bescheid. Und zwar Destroy. Mit ihrer geilen Single Burn This Racist System Down. Das ist ein, boah. Das ist ein Brett vor dem Herrn. Natürlich erschienen auf Havoc Records, weil kein geringerer als Felix Havoc dann natürlich auch singt. Und Destroy eigentlich die Vorgängerband ist von DS13. Nein, ich erzähle Scheiße. Oh nein. Da habe ich natürlich großen Mist erzählt, nämlich die Vorgängerband von Code13, die in den 90ern 4 Singles rausgebracht haben. Eines beziehungsweise mit DS13, das sind die geilen Schweden. Ja, natürlich wie bei Havoc. Nicht anders zu erwarten. Auch mit einem schönen Texten. Inlay. Das Ganze ist natürlich auch sehr geil politisch gehalten. Und Havoc legt immer Wert auch auf farbiges Vinyl. Das hier ist ein bisschen schön. So, ja, lila, pink, marbled. Ja, auch dieses Werk kann ich euch nur ins Herz legen. Von denen gibt es auch noch eine Platte, haben die gemacht, ein komplettes Album, was auch der absolute Killer ist. Ja, ich finde schon dieses Single, wie gesagt, Burn This Racist System Down von Destroy, ist schon sehr, sehr geil. Also, Crustcore, würde ich sagen. Fastcore. Schon fast leicht in den Power Violence rein. So. Nicht unähnlich wie natürlich die Nachfolgeband Code 13. Sehr, sehr geil. Checkt sie an. So, weiter geht's. Auch in Amerika. Nämlich in Orange County. Wo ja so einige geile, geile, geile Bands herkommen. Wie den Hardcore, den Ami Hardcore oder speziell Orange County geprägt haben. Ob das jetzt die Eye sind, von denen ich jetzt rede, Adolescents. Also da sind schon einige geile Bands dabei. Diese geilen
Melodien, dieses, ja, angesurfte, melodische Hardcore-Punk. Richtig geil. Und es war, ich glaube, es ist jetzt schon 4, 5 Jahre her, bin ich extra für nach Aachen gefahren, um diese Legende halt live zu sehen. Nämlich, wie ich schon sagte, DI. Und das ist, soweit ich weiß, United We Slam, so ihre letzte Veröffentlichung bisher, wenn ich mich nicht irre. Aber die lohnt sich. Komischerweise ist die richtig sauteuer. Am Konzert haben wir sie ganz günstig gekriegt. War günstig, ich glaube 6, 7 € für eine Single. Finde ich auch schon ein bisschen oder sogar mehr, glaube ich. Aber im Internet bezahlst du 15 € oder mehr dafür. Auch ein schönes Inner Sleeve dabei mit den Texten, wie sich das gehört. Und natürlich auch mit dem Bandfoto mit den einzelnen Picks. Da habe ich herausgefunden, dass bei DI, nämlich der Bassist und der Schlagzeuger, die beiden Tatar-Brüder, die haben früher schon bei Aversion, das ist auch eine sehr geile, angetrashte Hardcore-Kombo gewesen, ne? Die haben 3 Alben gemacht, die alle wirklich Knaller sind. Die erste gibt es nur auf Vinyl, die anderen 2 auf CD. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also geil. Ja, und zeige ich euch noch die schöne Single. Die ist auch ein bisschen schwerer. Eine Seite mit Bandfoto, wie sich das gehört. Und natürlich das DI-Logo. Ja, also wirklich geiles Teil. Macht gute Laune, wie immer bei DI, finde ich. Wir haben es echt drauf. Der Sänger, der ist auch so geil, Casey. Er ist unglaublich. Wir kamen da gerade an in Aachen. Dann rannte der da rum und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde uns mit dem unterhalten. Und war wirklich auch ein Entertainer. So. Geil, also das macht Spaß. Das war ein richtig geiler Abend. Ja, Leute, wer sie noch nicht kennt, wer auf melodischen Ami-Punk-Hardcore mit einer Prise Surf-Touch steht, der sollte sich DI einfach anhören. Aber die meisten werden sie eh wahrscheinlich kennen. Haut rein. Jetzt geht's weiter nach Deutschland. Und zwar genauer gesagt, hier in den Kölner Raum, nach Mönchengladbach, zu den Fohlen. Da gibt es eine Band, eigentlich eine Legende. Die hießen früher Billy and the Willys. Werden wahrscheinlich viele von euch kennen. Dann ist leider einer von denen verstorben. Und dann haben sie sich umbenannt in The Devil and Miss Jones. Das sind Leute aus dem E80, deutschen Düster-Punk-Legende, dem guten Martin am Gesang, beziehungsweise Junge heißt er ja fast überall, ne? Hat aber auch ein paar Künstlernamen. Ein sehr, sehr feiner Kerl. Ich habe den mal kennengelernt auf unzähligen Konzerten und Knaller. Ja, The Devil and Miss Jones machen wirklich coole Musik. Bisschen düster gehalten. Aber, tja, wie soll man das beschreiben? Vielleicht haben sie ein bisschen eine Mischung aus Punk, Noise Rock, vielleicht einen kleinen, ja, Hardcore, weiß ich nicht. Ein bisschen schon, aber einfach abgefahrene, geile Musik. Wirklich geil. Ich zeig euch mal die Single. Immer auch sehr schönes Artwork. Dazu natürlich auch ein schönes Inlay mit Bild, sehr abstrakt, mit Text, mit Größen, wie sich das gehört.
die Single auch sehr schön in Farbe gehalten. Fällt mir sehr, sehr gut. Kann ich nur wärmstens empfehlen für alle Leute, die so in der Musikrichtung oder mit der Musikrichtung von R80, Die Strafe, so Billy and the Willys vertraut sind, die sollten mal reinhören bei The Devil and Miss Jones. Die machen echt geilen, eigenständigen Kram. Haben viel rausgebracht. Ich glaube 4 10 Inches. 5, 6 Singles. Sehr, sehr geil. Wirklich. Also auf Deutsch gesungen, auf Englisch gesungen. Dann mal, wie gesagt, hört es euch an. The Devil and Miss Jones. Lohnt sich. Sehr, sehr geil. So, und zuletzt, zu guter Letzt, stelle ich euch wieder ein Album vor, was ich mir erst kürzlich gekauft habe, was 2021 erschienen ist und was wieder wirklich was gänzlich was anderes ist. Ihr wisst, ich höre sehr viel, ne, in der Richtung Stoner Rock, 70s etc. Und da möchte ich euch wirklich ein wahres Highlight ans Herz legen. Fast unaussprechlich. Das ist eine Band, die aus Dänemark kommt, aus Kopenhagen. Die von sich selber sagen, sie machen psychedelischen Space Punk. Ich rede einfach mal vom Jans Gold mit ihrem Album Solfjernes Color. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Dänisch ist halt auch nicht meine Welt unbedingt. Aber auch wieder so ein geiles Cover. Das ist der Oberhammer. Ein Bild von den Jungs dabei. Und innen drin auch so geil aufgemacht. Nun gibt es das gute Stück, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, auch im farbigen Vinyl, auch wenn es halt hier einfach nur Silber ist, finde ich aber ganz gut. Ja, nur was gibt es zu der Band zu sagen? Ich finde es einfach abgefahren. Die machen halt wirklich eine gute Mischung aus Stoner Rock, Psychedelic Rock, Space Rock. Der Clou ist, die singen in ihrer Landessprache Dänisch. Ja. So viel dazu. Also Leute, wenn ihr so Sachen mögt, wie Hawkwind vielleicht. Monster Magnet. Würde ich mal so in der Richtung sagen. Aber die Jungs sind einfach eigenständiger. Das hat was. Die sind wirklich richtig geil. Die Labels, auf denen das Album rausgekommen ist, das kann ich wirklich nicht aussprechen. Das sind drei Labels. Das ist einmal Wirklich Jetzt Fern. Dann Svensk, Psyk, Aften und Kommun 2. Ist schon krass. Nein, also das macht wirklich Spaß, das Album von vorne bis hinten. Das hört sich geil an. Und ich muss sagen, ist mittlerweile auch mit eins meiner Lieblingsalben geworden. Njanes Gold, Self Yearsness Color. Merkt es euch. Ja, und damit ist meine Sendung für heute schon wieder beendet. Ich hoffe, dass es euch wie immer gefällt. Schaut vorbei und in dem Sinne, bis demnächst. Macht's gut.